Nanu? Fehlt da etwa schon Keks? Fehlt da etwa schon Keks? Julia? Es fehlt, glaube ich, ein Keks. Und wenn ein Keks fehlt, kann es nur eins heißen. Es ist Cheat Day in den USA. Und die Oreo Birthday Cakes sind fester Bestandteil dessen, oder? Ja, ohne die geht's gar nicht mehr. Und Julia hat heute Morgen schon sich einstipiziert, sehe ich hier gerade. Unglaublich. Unglaublich. Yum, yum, yum. Wir haben es jetzt 5:51 Uhr. Erster Cheat des Tages ist ein Oreo Birthday Cake. Und der wird so lecker sein. Besten Oreos. Übertrieben! Übertrieben geil! Übertrieben geil! So, und ihr liebt ja diese Videos, wir werden heute alles dokumentieren und wir werden die besten, geilsten Sachen, die man wirklich auf Maui essen kann, essen. Habe ich Julia dazu überredet, wir müssen ja auch mal lokale Sachen essen. Es wird Flatbread-Pizza geben, organic, ja, all organic und so bio, soll aber richtig geil sein. Es wird hawaiianisches Essen geben. Es wird Loco Moco oder so heißt Loco Moco wird es geben. Es wird ganz viel geben. Ihr werdet ja alles sehen. Was soll ich jetzt alles aufzählen? Ich will jetzt einfach essen. Erstmal wollen wir mal kurz ins Gym. Push Training. Und dann geht's los mit der ersten Schweinerei. Ich sag nur Cinnamon Rolls. Das seht ihr aber gleich. In 3, 2, 1. Zack, da sind wir schon. Workout ist durch. Und jetzt sind wir am Cinnamon Roll Place. Und ihr seht schon, worum es geht, um Zimtrollen. Eigentlich Franzbrötchen, oder? Ja. Die Amerikaner lieben ihre Cinnamon Rolls und ich liebe auch Cinnamon und Zuckerguss. Boah. Leute, guckt euch das an. Frisch aus dem Ofen. Oh. Mein Gott. Tada! Da ist die Cinnamon Roll. Also ich glaube, Roll ist eigentlich untertrieben. Das ist ein ganzer Kuchen. Boah, das duftet brutal gut. Und jetzt noch das i-Tüpfelchen, das Cream Cheese Icing on top. Oh, guckt euch das an, Leute. Muss man mal mit der Zunge ablecken in das Schälchen rein. Hab ich auch gemacht. Das ist geil. Boah, richtig, richtig nice. Zack. Dazu gibt's einen Protein Shake. Maple Pecan von MyProtein. Weil ich ja hier ordentlich Gains mache, müssen die Proteins natürlich trotzdem gesichert werden. Warum hier Reese's Big Cups liegen, weiß ich gar nicht. Das hat wohl Julia so eingefädelt. Für jeden einen. Ich glaube, das Ding reicht. Ich guck mal, ob ich das jetzt testen kann hier. Oh, so, jetzt kommt der Moment. Beeil dich mal, ich will auch. Jeder Hamburger Jung, ne? Ich sag's ehrlich. Wer Franzbrötchen liebt, Alter, das ist der Wahnsinn. Drehst du durch? Tausendmal besser als Franzbrötchen. Drehst du durch, Arne? Ja, ist noch warm, weich, richtig geil. So. Julia will jetzt natürlich auch essen, deswegen schalten wir jetzt ab und schalten wieder ein, wenn wir Pizza essen wahrscheinlich. Mal gucken. Two-Hour Parking. Ja, das reicht doch, oder? Was heißt cool. Denn Two-Hour Parking? Ja, du darfst 2 Stunden hier stehen. Parkscheibe? Hast du hier schon mal eine Parkscheibe gesehen? Ja, in Amerika ist auch immer mit Parken und so, das versteht kein Mensch. Das ist wie so, ja, so Doku für mich. Verstehe ich auch nicht. Aber Sudoku würdest du wahrscheinlich noch verstehen, aber die Zeitverschiebung verstehst du nicht. Nein, ich will jetzt Flatbread Action.
Okay. First round one. Okay. Oh, gut. Round one. Da habe ich jetzt zwei von geordert, ne? Eigentlich wollte ich eine große haben. Ich habe dann eine normale geordert. Dann habe ich Panik gekriegt. Ich wollte dann eine große haben. Thank you. Thank you. Und dann habe ich natürlich gesagt, oh mein Gott, ich wollte eine große. Die war aber schon gemacht. Und dann hat sie gefragt, ja, willst du dann eine zweite kleine? Ja. Kommt hin, ne? Was nehmen wir den Rest mit? So, was haben wir jetzt? Ich habe normale mit Blue Cheese. Und das riecht so richtig geil nach Knoblauch. Lecker. Ich habe so eine hawaiianische. Glaube ich auch noch mit Blue Cheese. Und die andere Hälfte ist Pepperoni und. Ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist da noch irgendwie was Garlic Oil. Ja, genau. Knoblauch. Hawaiianischer Käse, also alles bio, organic. Und jetzt testen wir mal. Das soll die beste Pizza sein? Ever, 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 ever. Der Käse läuft runter. In dem Ofen gebacken. Und war der Weg? Is it worth it? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. War lecker. Was war das jetzt für eine? Hawaiianische mit Schulterpork. Schulterschweinfleisch. Für die Shoulder Games. Wie sieht's aus? Also ihr seht jetzt ja. Ich hatte zwei Pizzen, eins haben die Schüler abgeräumt. Weil ich jetzt eine große bestellt habe, wie gesagt, war das zweimal so eine. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen, wir werden was mitnehmen. Die Pizza ist extrem geil, haben wir gerade gesagt. Mit einer der besten, die wir je gegessen haben. Ja. Oder? Welche hat am besten geschmeckt? Von den dreien? Meine natürlich wieder, ne? Einfach nur ganz normale mit Tomatensoße, Mozzarella, Cheese und noch irgendein Käse. Die sind einfach normalen Pizzakäse und dann Blue Cheese obendrauf. Ja. Obwohl das ja eigentlich auch geräuchelt ist. Ne? Ihr seht ja, ich habe nicht die ganze Zeit mitgegessen. Das als Tipp in der Mitte ist das Gute. Der Rand ist knusprig, aber nicht alles essen. Hm? Du hast einen fettigen Mund. Ist man mit der Hand. Dann kann mir keiner was anderes erzählen. Entschuldigt bitte, dass ich beim Essen rede. So, Pizza Games sind gesaved. Flatbread Company heißt der Laden. Gibt 9,9 Punkte von 10. So Leute, ungefähr 10 Sekunden später. 10 Sekunden, ja, ungelogen jetzt. Und Julia hat natürlich schon wieder neue Flipflops gefunden. Ganz günstig. Kosten nichts, die sind quasi geschenkt hier. Hier soll es jetzt gleich einen geilen Kuchenladen geben. Sieht man auch, oder? Also für mich sieht das gerade dieser Geröllhaufen hier aus. Oder auch nicht. Ah, da vorne steht ja so eine Baracke. Ohne Scheiße, was ist das wirklich? Da esse ich ganz bestimmt nichts. Und das Navi hatte doch irgendwie recht. Am Ende des Feldweges sind wir doch angekommen. Ich erschnüffel alles. Ja. Ich habe mich nur gewundert, warum hier so viele Leute stehen. Siehst du? Ja, stimmt. Guck mal, hier sieht das doch. Hier sieht das doch schon anders aus. Oder so. So, da ist der Crumble. Wow.
Was ist da denn noch drauf? Oh, guck mal, wie Peanut Butter da drauf ist. Und Apple Crumble. Alter. Hättest du nicht gedacht, dass da Kohlensäure drin ist? Ist halt richtiger, so wie Saft aus dem Tetra-Pack. Aber geil. Ich hab so Bock auf Passion Fruit. Aloha. All natural. Jetzt sind wir ja nur all natural unterwegs. Die Pizza war all natural, das ist all natural. Das ist nicht all natural. Okay, das ist nicht all natural. Damit ich heute meine Proteins so halbwegs decke, habe ich hier mal jetzt nach Quest Bars gesucht, an so einem Highway-Stand. Von Cliff gibt's ja bei uns nur diese, wie heißen die, Cliff Bars halt, ne? Mhm. Diese High-Fat, High-Carb-Riegel und die haben jetzt hier die Builders, 20 Gramm Protein-Bars. Und ich teste den mal aus, hat wahrscheinlich viel Calories. Was ist? Da kommt die Feuerwehr, guck mal. Next stop, Ululanis Shaved Ice. Und ja, komm, im Internet stand irgendwie 20 Minuten Wartezeit und so. So voll ist es jetzt nicht, ne? Es gibt auch Sugar für alle. Macro-Jünger. Wie fit sind Macros? Noca-Oi. Noca-Oi and Hawaiian Rainbow. So funktioniert das also. Shaved Ice. Schnelle Finger heißt das also. Dann gibt es den Flavor drauf. Ich glaube, das ist kein Apple. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Eine Flasche für freshly squeezy. Okay. Freshly squeezy. Oh. Aber bei mir ist der Strawberry drauf, oder nicht? Das ist meins, ja. Okay, Noca Oi. Ja, das ist das Eis. Der Hawaiian Rainbow. Und wie ist es? Erinnert mich an irgendwas. Schmeckt richtig lecker. Da ist meins. Passion Fruit. Was da noch? Kokosnuss und Mango. Ihr habt ja eben gesehen, das wird einfach so rüber gegossen und schmeckt geil. Mhm. Also lohnt sich. Aber das ist Vanille? Keine Ahnung. Doch, ich werde es jetzt auch testen. Vanille. Blaues Vanille. Mhm. Oh, geil. Mhm, richtig schön süß. Oh, ich habe chinesisches Essen mitgebracht. Stimmt gar nicht. Hawaiianisches Essen. Von Da Kitchen. Und? Der Laden ist übertrieben voll. Ehrlich? Die Leute standen im Regen bis vor die Zeit. Jetzt haben wir das Licht angemacht. Also der Laden heißt Da Kitchen Island Soul Food. Gibt's in Kihei und in Kaului. Und ist halt so bei den Hawaiianern so für hawaiianisches Essen so die Go-To-Adresse. Ich habe im Gym auch einen jungen Herrn kennengelernt, der mir jetzt bei Instagram folgt, ein Tauchlehrer. Und der meinte halt, wenn du hawaiianisches Essen willst, dann zu Da Kitchen. Und das ist der Moko Loco. Das sind zwei Beef Patties hier. Zwei Eier drüber, Reis und Gravy, das ist Bratensoße, glaube ich, ne? Gravy, Bratensoße. Und dann gibt es hier noch so Salat dazu und ich habe zwei verschiedene. Es gibt einmal normalen Grünsalat und du müsstest, das ist so Mac and Cheese. Kartoffelsalat mit Käse sozusagen. Geil, das ist genau das Richtige. Und das hier sollen wir auf jeden Fall auch probieren, das sind Fried Spam Musubis. Sieht so ein bisschen aus wie Sushi. Da ist so gebratener Speck. Spam. Das ist so aus der Dose so ein Speck, so ein bestimmter. Und das ist dann nochmal fried. Das waren die letzten vier, die sie hatten. Danach hat sie es von der Karte gewischt. Also richtig Glück gehabt. Ich würde sagen, wir testen das mal und dann erzählen wir später nochmal, ob das
geil ist. Also das ist das typisch hawaiianische Gericht Mokolo. So, die Hälfte ist vernichtet. Der Loco Moco ist richtig geil. Dieser Mix aus Bratensoße, Spiegelei, was gerade zerläuft, der Eidotter und so ein richtig geiler Burger Patty und ungefähr 8 Kilo Reis. Jascha, Tapia, Gruß raus an dich, das wäre was für dich. Da ist automatisch dreimal Reis dabei. Also wäre was für Tapia. Ein riesen Peanut Butter Cup, ein Apple Crumble Kuchen und ein Tonight Dough. So wird es heute enden. Was Julia davon noch mitnimmt, ist fraglich. Man hört schon im Hintergrund. Hitch läuft immer noch. Und ich werde gleich nochmal ein Fazit zu diesem Cheat Day abgeben. War mit einer der leckersten Cheat Days. Aber dazu ist gleich nochmal mehr. So endet bei mir ein Cheat Meal, Cheat Day. Wer kennt das Gefühl, wenn der Ben & Jerry's Becher leer ist und ihr den Boden sehen könnt? Dieser leicht traurige Moment. Nein. Also Cheat Day ist durch, Tapia Boys. Das Tonight Dough würde ich jetzt ja, vielleicht höchstens eine 7 von 10 geben. Habe ich mir halt wahrscheinlich viel zu viel von versprochen. Und ja, ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ich habe mal versucht, den jetzt mal so ein bisschen lokaler zu halten. Halt, wenn wir schon im Urlaub sind, dann halt auch mal die Sachen einzubringen, die es halt nur hier gibt. Sprich, das hawaiianische Essen, das hawaiianische Eis, gut, die Cinnamon Rolls, die gibt es wahrscheinlich auch am Festland. Den Rest, wie die Oreo Birthday Cakes auch. Aber ich habe da noch drei übrig, die werde ich jetzt mit euch zusammen verspeisen und dann war es das mit dem Cheat Day. Ja. Besten Oreos ever. Wenn euch das Video gefallen hat, ne? Und die Cheat-Days gefallen euch ja immer, dann lasst ein Like da, einen Kommentar, was ihr in Zukunft gerne sehen wollt. Es kommt ja noch ein zweiter Cheat-Day in Los Angeles. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Und ja, die anderen beiden Kekse schaffe ich gar nicht. Oh Mann, da war ich schon mal her da drauf an Cheat Days. Ich bin voll. Ich will jetzt nur noch ins Bett schlafen. Morgen dann eine schöne Pull-Einheit mit den ganzen Carbs und den vollen Speichern absolvieren und dann wieder back to zum normalen Macro Counting Flexible Dieting Lifestyle. So, wir sehen uns bestimmt zwischendurch. Wenn ihr nur Cheat Days seht, dann sehen wir uns erst in ein, zwei Wochen. Ich hoffe, wir sehen uns auch zwischendurch schon wieder und ich sage einer geht noch. Einer geht immer noch.